Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, nach dem neuen Wunderknaben, manche sagen auch nach dem neuen Scherzkübel der österreichischen Innenpolitik, nämlich nach unserem vielgeliebten Rudi Fussi, war ja da einmal ein Teil eines Diskussionsformats. Jetzt ein anderer guter Bekannter, der auch für viel Aufregung sorgt, Dominik Knepp, der Wiener FPÖ-Chef bei uns. Und zwar aus gegebenem Anlass, denn Dominik Knepp hat heute seine blauen Schäfchen versammelt zu einer Clubklausur und hat dort ordentlich losgepoltert gegen die Wiener Stadtregierung und gegen die Art und Weise, wie sie nach Meinung des Herrn Knepp die Asylanten A subventioniert, sprich füttert, und B damit alle nach Wien holt. Außerdem wurde über das Wiener Bildungssystem geredet und Gast war niemand geringerer als Udo Landbauer, der gerade die blauen Daumenschrauben in Niederösterreich anzieht. Und dann ist parallel zu der Clubklausur auch noch das Gerücht entstanden, dass die Wiener Wahl nicht erst im September, Oktober nächsten Jahres stattfinden soll, genau einen Termin haben wir ja, glaube ich, noch nicht, sondern bereits im Mai dieses Jahres, was eine große Überraschung wäre, denn dann würde gleich in Kürze nach Doskozil auch Ludwig sich der Wiederwahl stellen. Grüß Gott, Herr Knepp. Danke für die Einladung. Grüß Gott. OE24 TV, direkt von der Clubklausur kommend. Was haben Sie denn dort losgepoltert heute? Also, wir haben aufgezeigt, dass Bürgermeister Ludwig der Asylantenlockvogel Europas ist. Indem er die Leute hierher lockt, weil er die Mindestsicherung auszahlt, ohne zu kontrollieren. Er zahlt mehr aus, als er müsste. Und all das ist bestätigt worden, schon 2017 vom Bundesrechnungshof. Und wir haben das auch zum Anlass genommen, auch immer wieder auf diesem Thema drauf zu bleiben, weil es ein Wahnsinn ist, dass wir 1,1 Milliarden Euro im Jahr Kosten haben für die Mindestsicherung. In Wien. In Wien alleine. Davon gehen 600 Millionen an Nichtstaatsbürger. Und die größte Frechheit, und das empört zu Recht wirklich viele Menschen, ist dieser Fall dieser syrischen Großfamilie, die allein aus dem... Haben wir ausführlich berichtet. Richtig, 4.600 Euro. 4.600 Euro netto bekommt im Monat. Ja. Und jemand, der ehrlich aufsteht in der Früh, 40 Stunden arbeiten geht, bei Weitem nicht so viel kommt, beim Doppelten nicht so viel bekommt, wie diese syrische Großfamilie fürs Nichts. Na, vor allem nicht netto, muss man dazu sagen. Nicht netto, weil die Mindestsicherung natürlich netto ausgezahlt wird und deshalb da keine Steuer. Und deshalb ist das natürlich ein sehr schönes Einkommen, das man da haben kann, ohne zu arbeiten. Und das empört Sie. Ja, zu Recht nicht nur mich, sondern die gesamten Wiener, die die Stadt am Laufen halten, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Und genau deswegen ist Bürgermeister Ludwig ein Asylantenlockvogel, weil alle hierher kommen. Innerhalb von Europa, aber auch innerhalb von Österreich. Und ich habe das heute mit dem Landeshauptmann, Stellvertreter Udo Landbauer auch genau aufgezeigt. Weil wenn diese syrische Großfamilie in Niederösterreich wäre, auffällig wäre, würde sie 2.400 Euro bekommen. 2.400. In Wien hat sie 4.600. Und wenn man dann noch die Bundesleistungen dazu nimmt, also Familienbeihilfe und sonstige Vergütungen, kommt diese Familie auf über 6.000 Euro netto im Monat. Und das ist eine Schweinerei. Zu Recht ist jeder empört, der in der Früh noch aufsteht und arbeiten geht, wenn es so einfach funktioniert, vom Bürgermeister Ludwig das Geld zu bekommen. Jetzt wollen Sie ja Bürgermeister werden, ja? Das ist das Ihr Ziel. Wort in des Christkindls Ohr, würde ich sagen. Man kann sich ja vom Christkind viel wünschen. Sie wünschen sich den Bürgermeister, wenn ich das richtig sage. Das Christkind bringt doch viele Geschenke und erfüllt doch wünschen viele Wünsche. Andere wünschen sich eine Merklin-Eisenbahn, Sie wünschen sich einen Bürgermeister, ja, das Bürgermeisterbüro. Wenn Sie also das Bürgermeisterbüro beziehen sollten, sei es im Mai, sei es im Oktober, was würden Sie denn dann ändern, Herr Knepp? Also innerhalb der ersten 48 Stunden würde ich eine Gesetzesinitiative in die Wege leiten. Das klingt ja fast nach Donald Trump. Innerhalb der ersten 48 Stunden. Das ist eins meiner ersten. Als Diktator, so nein, wie Donald Trump. Nein, als Bürgermeister, und es ist auch ein Versprechen an die Wienerinnen und Wiener, wenn ich Bürgermeister werde, werde ich sofort eine Initiative in die Wege leiten, dass die Mindestsicherung nur noch an Staatsbürger ausgezahlt wird. Das heißt, wir haben 600 Millionen Euro im Jahr freies Budget. Das könnten wir investieren in die Bildung, dass unsere Kinder wieder eine anständige Bildung bekommen. Ins Gesundheitssystem, ins Pflegewesen, zu den Ärzten. 600 Millionen allein nur aus dem Mindestsicherungstopf wären möglich, freizumachen. Also um das noch einmal zu verstehen, sollten Sie Bürgermeister werden oder sollte es eine Koalition geben, an der die FPÖ beteiligt ist und dann die Mehrheit hat, ja, dann würde das heißen, Sie würden
die Mindestsicherung nur noch für österreichische Staatsbürger hergeben. Ja, ich würde auch noch weitere Sozialleistungen nur noch an die Staatsbürgerschaft koppeln. Das ist zum Beispiel die Vergabe von Gemeindewohnungen. Ja. Die hat ja damals noch Wohnbaustadtrat Faymann im Jahr 2007 geöffnet für Drittstaatsangehörige. Auch das würde ich rückgängig machen. Von der SPÖ kommt immer das Argument, das ist EU-rechtswidrig. Wir haben jetzt ein Rechtsgutachten, dass es durchaus möglich ist, dass die zukünftige Vergabe von den Gemeindewohnungen an die Staatsbürgerschaft aber auf jeden wird. Fall keine Mindestsicherung für Asylsuchende oder auch schon Asylgenehmigte, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Weil darauf wartet man ja üblicherweise 4 bis 5 Jahre. Das ist ja das Verrückte, dass ja unter dem Deckmantel des Asyls eigentlich die Zuwanderung passiert. Asyl heißt der Schutz auf Zeit. Asyl heißt, ich werde verfolgt in diesem Land, aber das heißt auch, wenn dieser Verfolgungsgrund wegfällt, dass ich wieder zurückgehe. Und bei uns, und das ist in Europa leider ein System, das verrückt ist, und zum Glück haben wir auch Harald Wilimski auf EU-Ebene mit vielen anderen Bündnispartnern europaweit, dass man eben dieses versteckte Zuwandern abstellt und sagt, Asyl ist Schutz auf Zeit und Asyl bedeutet, man hat kein Anrecht, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Weil ich flüchte ja nicht wohin und dann sage ich, jetzt bin ich da und möchte die Staatsbürgerschaft haben, sondern die sollen wieder zurückgehen und dort ihr Land aufbauen. So, also das ist Ihre erste große Ansage. Schluss mit der Mindestsicherung für alle, die nicht österreichische Staatsbürger sind. So ist es, ja. Und das erspart Wien dann nach Ihrer Rechnung 600 Millionen Euro pro Jahr. Und das wollen Sie, und das war das zweite große Thema der Klausur, verstärkt ins Bildungs- und ins Gesundheitswesen stecken. Ja, Bildungssystem. Wie ins Bildungssystem? Wie? Bildungssystem unbedingt, weil die Zahlen sind jetzt wieder rausgekommen. Von den Erstklässlern, das heißt die jetzt in die Volksschule kommen, sprechen 36% nicht Deutsch, beziehungsweise verstehen nicht ausreichend Deutsch, um den Unterricht zu folgen und sind daher außerordentliche Schüler. Von diesen 36% sind wieder 2/3. Also 24%, das heißt jeder 4. Schüler, der nicht ausreichend Deutsch kann bei uns in der 1. Klasse, ist bereits hier geboren. Das heißt, wir haben ein enormes Problem und das ist ein Raub der Zukunft dieser Kinder. Die werden ein Leben lang nicht richtig Deutsch verstehen, die können nicht lernen, sie können sich nicht selbst, wenn sie erwachsen sind, weiterbilden. Die gehen direkt von der vom Pflichtschulabschluss zum AMS. Und darum verlangen wir ein Sprachscreening im Alter von 3 Jahren, wo überprüft wird. Im Alter von 3 Jahren? Ja, im Alter von 3 Jahren ein Sprachscreening. Keine Sorge, die müssen jetzt nicht... Da führen Sie die Kinder dann mit der Polizei vor? Oder wie nein, das? Weil die leben ja in Parallelgesellschaften, in muslimischen Familien und so weiter. Deren werden Sie ja, wenn ich das in der FPÖ-Sprache formulieren darf, nicht habhaft. Ja? Also es funktioniert auch bei der Schulreifeprüfung. Und genauso wie man die Schulreifeprüfung machen muss, wäre das auch ein Sprachscreening im Alter von 3 Jahren, wo man dann ganz genau schaut, versteht dieses Kind Deutsch im altersgerechten Ausmaß oder nicht. Und wenn es nicht versteht, die Sprache, dann sieht man wohl, dass zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird. Genau. Dann muss man die Eltern, nämlich auch die Eltern, verpflichten, mit dem Kind einen Sprachkurs zu absolvieren, dass sie eben schon genügend Deutsch können, dann im letzten verpflichteten Kindergartenjahr und dann auch gut in die Schule einsteigen können und dort im Unterricht folgen. Und wie soll der Sprachkurs sein? Täglicher Sprachkurs oder einmal in der Woche? Oder wie wird man sehen, wie schnell dieses Kind vorankommt. Ja, ich meine, die müssen jetzt nicht vorlesen können, Goethe als Dreijähriger oder sowas. Ja, also, ja, schlecht, aber. Ja, ja. Ja, das wäre ein Wunderkind. Hochbegabt. Nein, es geht einzig und allein, dass man die grundlegenden Dinge eben versteht. Ja, und wenn das nicht möglich ist, müssen sie den Sprachkurs machen. Und wenn sich die Eltern weigern, diesen Sprachkurs zu besuchen und das Kind damit zu fördern, dann muss man die Sozialleistungen streichen. Weil nur so wird es verstanden. Aber keine Abschiebung. Ja, österreichische Staatsbürger werden nicht abschieben können, wenn es schon da ist. Ein bisschen erinnern Sie mich ja an Dominik Trump. Nein. Könnte ich sagen. Ja? Ja, schon. Bleibt Ihnen überlassen. Aber der hat auch gesagt, er schiebt jetzt alle ab, die illegal sind und so weiter. Na gut, okay, volle, das ist ja Grundkonsens. Volle Härte des Gesetzes. Ja, das ist aber Grundkonsens auch bei mir. Ja, und auch bei aber der gesamten nicht dem FPÖ österreichischen Bundesheer, der setzt ja die amerikanische Armee dafür ein. Und bei jedem vernunftbegabten Menschen, wenn jemand hierher kommt, sich reinschummelt unter Asyl, hier sich illegal aufhält oder auch kriminell wird, absticht, Frauen vergewaltigt, Kinder schlägt auf der Straße, diese ganzen Irren, die da noch immer tun, der muss sofort das Land verlassen. Da gibt es nur eine Einbahnstraße und das ist raus aus unserem Land. So, spannend. Das waren die zwei großen Themen Ihrer Klausur heute. Also einerseits
Mindestsicherung nur noch an Staatsbürger. So ist und es, ja. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, so gedeckelt wie in Niederösterreich, da haben Sie ja Ihren Freund Udo Landbauer eingeladen gehabt, der Ihnen erklärt hat, wie das in Niederösterreich funktioniert und warum er dort maximal 2.600 und nicht maximal 4.600 bekommt. Ja? So ist es. Man sieht, und generell viel weniger bekommt in Niederösterreich. Man sieht ja, dass es möglich ist, wenn der politische Wille da ist. Mhm. Und dieser politische Wille fehlt halt Bürgermeister Ludwig. Und Bürgermeister Ludwig sagt, na, wenn wir denen das Geld nicht geben, dann wären diese Herrschaften kriminell. Mhm. Aber das ist ja wie eine moderne Erpressung. Dann ist ja die Mindestsicherung im Endeffekt eine Schutzgeldzahlung, ja, dass ich denen lieber das Geld gebe, bevor die unsere Stadt lahmlegen. Das ist eine Ohnmacht des Bürgermeisters. Und da sage ich, das ist nicht mein Weg. Jeder, der kriminell wird, muss das Land verlassen. Und sie bekommen keine Sozialleistungen, wenn sie nicht Staatsbürger sind. Gut. Und das Zweite ist Sprachscreening für alle Dreijährigen. Ja, also jedes Kind, das zugewandert ist oder hier in muslimischen Familien lebt, muss mit 3 Jahren zu einer Sprachpolizei. Hat es ja schon mal gegeben, auf Ö1, die Sprachpolizei, die berühmte. Dort muss der dann hin zu einer Sprachpolizei, muss schauen, ob er Deutsch kann. Wenn er nicht Deutsch kann, muss er in einen Deutschkurs gehen, samt Papa und Mama. Habe ich das richtig also verstanden? Also die Kinder im Alter von 3 Jahren, da wird geschaut im Rahmen eines Sprachscreenings, können sie altersgerecht die deutsche Sprache sprechen und verstehen. Ist das nicht der Fall, muss man die Eltern in die Pflicht nehmen und verpflichtende Deutschkurse machen, gemeinsam mit den Kindern. Und dann, wenn man sich nicht daran hält und sich weigert gegen diese Integrationsmaßnahme, werden die Sozialleistungen gestrichen. Herr Nepp, was sagen Sie denn zu der neuen Koalition, die auf Österreich zukommt? Zuckerl sagen die einen, Ampel sage ich, also ÖVP, sprich Schwarz oder Türkis, SPÖ Rot, offenbar auf Stillstand programmiert, und die Neos als Rosa bilden eine Dreierbande und werden Österreich die nächsten 4 Jahre regieren. Wenn sie sich finden... Und es wäre eine Koalition der Verlierer. Aber ich hoffe dennoch, dass es ein Umdenken gibt von den vernünftigen Kräften bei der ÖVP. Vor allem jetzt nach der Steiermark-Wahl, wo der Herr Drexler, so wie die Umfragen sagen, eine enorme Klatsche bekommt. Mario Kunasek, und der hat sich mehr als verdient durch einen wirklich tollen Einsatz die letzten Jahre für die Steiermark, dass der auch Landeshauptmann wird. Und dann gibt es vielleicht auch ein gewisses Köpferollen bei der ÖVP im Sinne vom Herrn Nehammer, dass der weggeht, eine vernünftige Kraft nachkommt, die es dann ermöglicht, ein Programm auf die Beine zu stellen mit Herbert Kickl als Kanzler. Das heißt, Sie hoffen noch immer auf ÖVP-FPÖ? Die drei müssen sich erst einmal finden und einigen. Ja, ich glaube, die Ampel, ja, da ist auch sehr viel Potenzial des Scheiterns dabei. Mhm. Das muss man ja auch sagen. Aber es gibt auch vernünftige Kräfte und die rufen mich auch an von der ÖVP und sagen, wir würden gerne, aber dann eh haben wir. Aber wenn sich die anrufen, ja, wenn diese vernünftigen Kräfte Sie anrufen, offenbar permanent, haben Sie die am Telefon, dann werden Ihnen die ja auch sagen, lieber Dominik Nepp, red einmal mit deinem Herbert Kickl, wir wären ganz schnell beieinander, wenn dein starrköpfiger, sturköpfiger Herbert Kickl, so wie der Herr Karl Nehammer, verzichten würde und wir einen Neustart machen ohne Kickl und ohne Nehammer. Wäre ja das Beste fürs Land, wenn ich Ihnen das empfehlen dürfte, also die, als Moderator. Die mich anrufen, die haben überhaupt kein Problem mit Kickl. Die wollen 5 gute Jahre. Und das ist ja, es geht ja nicht um Persönlichkeiten. Ja. Und das versteht der Herr Nehammer nicht. Der ist stur und stark. Es geht auch um Persönlichkeiten. Es geht nicht um Persönlichkeiten, es geht um ein Programm. Es geht um den Inhalt. Und der Herr Nehammer hat ja 2 Wahlversprechen abgegeben. Ja, das eine ist, keine Koalition mit Herbert Kickl. Und das zweite Wahlversprechen ist, der Österreich-Plan, also Politik für Österreich. Ich sage nur eines... Das dritte eines, war kein Sparpaket so nebenbei. Ja, eines dieser beiden Versprechen muss er brechen. Das heißt, wenn er den Österreich-Plan umsetzen will, dann geht das nur mit einem Herbert Kickl. Wenn Sie in der Partei zum Beispiel einmal gemeinsam mit Ihren Parteifreunden Udo Landbauer, Abwärtsger, wie alle die heißen, ja, Swarzeck und so weiter, oder dann Mario Kunasek in Kürze, einmal Ihren Herbert Kickl einmal ins Gebet nehmen würden und sagen würden, lieber Herbert, schau, wer jetzt einmal da Nationalratspräsident und macht den Clubobmann, etc., etc., und zieh dich zurück und dann haben wir endlich die schwarz-blaue Koalition. Weil mit Herbert Kickl wird es nicht funktionieren. Ein politischer Realist wie Sie muss das ja eigentlich kapieren, dass das nicht geht. Also Herbert Kickl hat den größten Wahlerfolg für die FPÖ sichergestellt. Ja, schön. Er hat das größte Vertrauen.
Das wäre Wahlbetrug. Ich kann nicht mit einem Spitzenkandidaten ins Rennen gehen und dann sagen, der ist es nicht. So funktioniert es auch nicht. Herbert Kickl hat ein enormes Wählervotum bekommen, ein enormes Vertrauen der Bevölkerung und wäre dadurch auch der beste Kanzler. Und das muss ja die ÖVP einsehen. Es geht jetzt nicht, ist es der Herr Kickl oder wer andere oder ist es der Herr Neham oder wer andere. Es geht nicht um Personen, es geht um den Inhalt. Wir brauchen eine sofortige Steuerentlastung in Österreich, wo die Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen. Wir brauchen mehr Netto vom Brutto, wo der Arbeitnehmer entlastet wird. Wir brauchen sichere Grenzen. Wir müssen diesen sozialen Missbrauch einen Riegel vorschieben. Es gibt so viele Punkte, die man umsetzen muss. Da kann man sich doch nicht als Nehammer drauf kaprizieren und sagen, nee, das wäre ja alles gut, aber mit dem Herrn Kickl geht es nicht. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Ja? Und dementsprechend warte ich jetzt noch die Steiermarkwahl ab, ob sich die vernünftigen Kräfte in der ÖVP durchsetzen, denen das Programm wichtiger ist als die Person. Ja, gibt's und dann genug, wird man sehen. Gibt es genug, aber die sagen, das Programm ist wichtiger als die Person. Also muss auch der Herr Kickl seine Person nach hinten stellen und beide kommen mit einem neuen Kandidaten und wir machen einen Neustart. Ja, wozu? Was halten Sie davon? Ja, gar nichts. Wieso nicht? Weil Herbert Kickl ein riesiges Vertrauen hat, ja nicht nur in der Partei, ja, sondern ja auch der österreichischen Bevölkerung. Ihr Herbert Kickl, das ist, das Hindernis für eine schwarz-blaue Koalition? Nein, überhaupt nicht. Der Herr Nehammer ist das Hindernis. Ja auch. Der Herr Nehammer ist auch weg. Er sagt mit dem Kickl nicht. Beide sind dann weg. Warum soll also beide wenn weg der sein? Nehammer weg ist, muss der Kickl auch gehen. Und wenn beide weg sind, wird es eine schwarz-blaue Koalition. Der Herr Nehammer hat die größte Klatsche bekommen, die es jemals gegeben hat. Ja. Wenn, kann er gerne sich in seine Politpension zurückziehen. Aber wieso soll Herbert Kickl als Wahlgewinner, als derjenige, weil der die Bevölkerung derzeit eine sich schwarz-blaue hat, Koalition verhindert? Nein, er verhindert überhaupt nicht. Er streckt die Hand aus und sagt, er möchte gerne eine schwarz-blaue Koalition haben. Aber es muss wenn sich die ja ÖVP sich nicht es bewegt, muss sich ja auch zu Ihnen, wenn Sie schon jeden Tag mit x ÖVPlern telefonieren. Sie sagen, Sie hätten kein Problem mit Herbert Kickl. Sicherlich. Na, wer hat ein Problem dort? Der Herr Nehammer hat ein Problem. Mit dem Kanzler Kickl hat. Der Herr Nehammer hat vielleicht ein persönliches Problem, aber alle Landeshauptleute würden sofort sagen, wenn der Nehammer nicht mehr da ist und es gäbe jemanden, der das macht, die wären alle auch ein ÖVPler ist, ja. Die wären als der Herbert Kickl ist, nein. Nein, das ist echt nicht. Also, Sie können diesem Gedanken erstens nichts abgewinnen, dass man hier auch bei der FPÖ einen Neustart macht, wäre ja nicht unintelligent. Und Sie können den Herbert Kickl nicht davon überzeugen, dass auch das Parlament ein schöner Ort ist. Ich will ihn gar nicht überzeugen, weil es schwachsinnig wäre. Herbert Kickl ist der Kanzlerkandidat gewesen. Es wurde ein Duell ausgerufen, sogar vom Herrn Nehammer, der gesagt hat, er ruft das Kanzlerduell aus, das direkte gegen Herbert Kickl. Und wie beim Wilden Westen, bei einem Duell, der am Schluss steht und gewinnt, der kriegt wohl auch dann den Preis. Und genauso aber da ist es auch, nur zwei in Amerika und einer hat mehr als 50%. Genauso das haben wir ja beim Herrn Trump erlebt. In Österreich sind es halt 6 oder 7. Und wenn der Herbert Kickl nur unter Anführungszeichen 30% hat, kann er sich den Kanzler in die Haare schmieren. Jetzt hätte man ja rückblickend, ich meine, die Argumentation verstehe ich nicht ganz, weil rückwirkend hätte man das bei jedem sagen können, es gibt keine absolute Mehrheit seit Jahrzehnten. Hätte man immer sagen können, die Nummer 1 gewinnt zwar die Wahl, aber er wird gedacht, der Kanzler. Ich habe mir gedacht, Herr Nepp, Sie werden heute daherkommen und werden sagen, jawohl, ich werde mit dem Herbert Kickl reden, dass wir bei der FPÖ einen Neustart machen. Warum und dass wir mit einem neuen Kanzlerkandidaten, nein, sei es Mario Kunasek, sei es Udo Landbauer, sei es Marlene Swatzek, sei es die Frau Fürst, habt ihr genug potenzielle Kanzler oder habt ihr nicht genug potenzielle Kanzler? Wir haben nicht gute Leute, aber wir haben den Besten für den Kanzlerposten und das ist Herbert Kickl und daran gibt es nichts zu rütteln. Also, ansonsten geht die FPÖ mit fliegenden Fahnen unter. Überhaupt nicht. Wir werden, weiter unseren konsequenten Weg führen. Wenn sich die drei Verlierer finden, bin ich schon auf das Programm gespannt. Und dann bin ich gespannt auf die nächsten Wahlen, die kommen. Egal, ob das jetzt ist, also Steiermark, Burgenland oder dann in Wien. In der Steiermark, weil Sie ein großer Optimist sind, rechnen Sie mit dem ersten blauen Landeshauptmann, mit Mario Kunasek. Die Umfragen geben das her, aber dennoch ein Appell an alle, wählen zu gehen, Mario Kunasek zu wählen, weil er ist wirklich ein Steirer. Und Sie glauben, mit der bringt eine Koalition zusammen als Landeshauptmann? Ja, selbstverständlich. Das glauben Sie. Ja, dort ist, außerdem ja so die Landesverfassung, dass der Erste automatisch mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Ja schon, aber noch und nicht. Wenn der Herr Kunasek Erster wird, wird es vielleicht zwischen den Herrn Drechsler nicht mehr geben. Dann gibt es auch dort konstruktive Kräfte, die das machen. Also ich bin wirklich mit vollem Optimismus Kunasek dabei. Kunasek wird der erste FPÖ-Landeshauptmann in Ihren Augen. In der Steiermark, ja. In der Steiermark. Wird dann Norbert Hofer der zweite FPÖ-Landeshauptmann im Jänner?
Wird man sehen, auch dort hauen wir uns rein, dass er dort dieses rote Konstrukt und diese Krake, die Doskozil dort ausgebreitet hat über Burgenland, dass man die Burgenländer endlich befreit. Und da ist Norbert Hofer der beste Kandidat. Er macht ja jetzt auch seine Coming-Home-Tour als Burgenländer, nachdem er jetzt jahrelang auch im Parlament war. Geben Sie ihm und Chancen? Auch, ja, selbstverständlich. Das heißt, Sie glauben, Norbert Hofer wird der zweite blaue Landeshauptmann werden? Kann durchaus passieren. Und dann kommen wir zur Wien-Wahl. Und wer wird dann der dritte blaue Landeshauptmann bzw. Bürgermeister? Dann kommen wir zur Wien-Wahl, ja. Und dann geht es um den Bürgermeister und Landeshauptmann. Und dann werden sich die Wienerinnen und Wiener entscheiden, wollen wir weiter einen Bürgermeister Ludwig haben, der diese Stadt eigentlich nur noch verwaltet und da schlecht und nicht gestaltet, der das Geld an Nichtstaatsbürger raushaut, der weiter hier Menschen haben will, die kriminell sind, die illegal hier sind. Oder wollen wir einen freiheitlichen Bürgermeister, einen freiheitlichen Landeshauptmann, der für Recht und Ordnung sorgt, der dafür sorgt, dass die österreichischen Staatsbürger wieder an erster Stelle stehen und nicht irgendwo sich hinten anreihen müssen, der dafür sorgt, dass das Geld, was ja vorhanden ist in Wien, aber falsch ausgegeben wird von Ludwig, dann wieder im Bildungssystem hängen bleibt, wieder im Gesundheitssystem hängen bleibt. Das ist dann die große Entscheidung der Wienerinnen und Wiener. Und Sie sind allen Ernstes, Sie sind nüchtern nach der Clubklausur, hoffe ich. Auf jeden Fall. Und auch sonst nicht fiebrig oder so, na, aber Sie sind allen Ernstes der Meinung, das geht sich aus, dass Sie in Wien Landeshauptmann und Bürgermeister werden können. Wir sind jetzt schon in einer Position, dass wir uns verdreifacht haben seit der letzten Wahl, von 7 auf 21. Währenddessen Bürgermeister Ludwig kontinuierlich sinkt, der hatte 38, jetzt ist er bei 33%. Die 21 nehmen Sie jetzt von der Nationalratswahl oder von der Nationalratswahl, aber auch von den Umfragen. Aber auch von den Umfragen. Weil bei der Nationalratswahl hatten Sie weniger als andere. 20,8 hatten wir, 20,87. Okay. Aber es kommt immer enger zusammen. Und man sieht, es kommt zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen und zu einem Duell. Und da bin ich der einzige Herausforderer in Wien, weil der Herr Mahrer ist ja gar nicht mehr präsent. Also Sie sagen, das geht Sie aus. Das geht Sie aus, Sie können Wien gewinnen. Relativ zumindest. Selbstverständlich. Gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt einen wirklichen politischen Optimisten und der heißt Dominik Nepp. War wie immer ein großes Vergnügen mit Ihnen im Studio, Herr Nepp. Danke vielmals. War eine spannende Clubklausur und jetzt ein spannendes Interview. Wie steigern wir den Dominik Nepp? Wie? Mit Peter Westenthaler und Schab. Sie haben es richtig erkannt. Die zwei stehen schon vor der Studiotür. Nach Dominik Nepp kommt Peter Westenthaler und mit ihm Josef Schab, ihr Lieblingsduell am Mittwoch gleich bei Fellner Live.